In Kambodscha wurden 10 Touristen auf einer Feier festgenommen, weil sie anzügliche Tänze aufgeführt haben sollen. Jetzt droht eine Haftstrafe. Kambodscha, in der Stadt Siem Reap im Nordosten von Kambodscha hat die örtliche Polizei 10 Touristen festgenommen, denen das Aufführen von pornografischen Tänzen vorgeworfen wird. Die Festgenommenen sind zwischen 19 und 35 Jahre alt und Touristen aus Europa, Amerika und Neuseeland. Auf Bildern, die die Polizei von Kambodscha veröffentlicht hat, kann man sehen, wie sich mehrere Menschen, teilweise aufeinander, auf dem Boden herumwälzen. Manche der männlichen Tänzer sind darüber hinaus dabei auch noch oberkörperfrei. Definitiv ein ungewöhnlicher Anblick, aber ob diese Tänze als pornografisch einzustufen sind, ist eine andere Frage. Polizei startet Razzia und verhaftet 10 Touristen. Von diesem Anblick schockiert war auf jeden Fall die örtliche Polizei, die auf der Feier auftauchte und anfing, nach Touristen von der Tanzfläche zu ziehen und festzunehmen. Einer der Beschuldigten schilderte die Ereignisse wie folgt: Jeder war verwirrt, sie führten eine Razzia durch, trieben uns zusammen, es waren 80 bis 100 Leute auf der Feier, manche von ihnen Touristen, und ungefähr 30 Polizeibeamte, berichtete die Daily Mail. Wir sind unschuldig, wir wissen nicht, warum wir verhaftet wurden. Die festgenommenen Touristen warten jetzt auf der örtlichen Polizeiwache auf die Gerichtsverhandlung. Ihnen droht bis zu einem Jahr Haft, dabei sind sie sich keiner Schuld bewusst. Wir sind unschuldig. Wir wissen nicht, warum wir verhaftet wurden. Wir bekommen verschiedene Begründungen von verschiedenen Personen, gab die Touristengruppe bekannt. Die Behörden veröffentlichen mittlerweile ein Bild, das alle Beschuldigten wohl aufgereiht vor dem Polizeirevier zeigt. Behandelt werden die Beschuldigten nach eigenen Angaben gut, dennoch sind die Angehörigen zu Hause krank Vorsorge. Und diese Sorge wird wohl noch einige Zeit anhalten, denn es kann bis zu 6 Monaten dauern, bis die Gerichtsverhandlung überhaupt startet. Ob es tatsächlich zu sexuellen Handlungen gekommen ist, ist bisher unklar. Rubrik Listenbild, Copyright-Symbol Cambodian Belief.